Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem Kommentare kommentieren hier bei Powerwort TV. Mein Name ist Tomek oder Powerwort. Ich habe mir mal ein paar Kommentare unter meinen letzten 20, 30 Videos habe ich ein bisschen gestöbert. Da habe ich mir ein paar Kommentare rausgezogen, die ich auch zum Teil kommentiert habe, die ich auch zum Teil mit einem Herz versehen habe und die ich heute einfach mal mit euch ein bisschen durchgehen möchte, vielleicht nochmal selber darauf eingehen möchte. Einige sind ein bisschen lustig, andere sind auch ernst gemeint und ja, ihr könnt natürlich gerne wieder einen Daumen da lassen, ein Abo da lassen und selber natürlich auch in den Kommentaren kommentieren. Ich melde mich da ja auch gerne zu Wort, ich lese ja viele eurer Kommentare und ich würde sagen, los geht's! Tomek ist wie ein Hamster. Und darauf habe ich geantwortet, ein bisschen schon. Dir ist schon klar, dass wenn du das Zeug nimmst, das war ein Kommentar unter einem Fitnessvideo, dass du einen Schlaganfall bekommen kannst. Und die Antwort war von jemand aus der Community, warme Milch mit Honig. Will ich wohl mal hoffen. Da merke ich direkt, wie das in den Bizeps geht. Oh, eine sehr häufig gestellte Frage, obwohl ich das in ganz, ganz vielen Videos, auch bei Instagram Stories und in meinen Vlogs schon geklärt habe. Aus welchem Land kommst du ursprünglich? Richtige Antwort von Justin, glaube Polen, das ist richtig. Also unsere ganze Familie kommt aus Polen. Allerdings sind Kev, Mike und ich in Deutschland eigentlich, also wir sind geboren in Deutschland, ich in Hannover. Allerdings haben unsere Eltern uns sehr polnisch, sehr traditionell aufgezogen und als ich in die Schule gegangen bin, musste ich sogar einen Deutsch-Förderkurs machen, einfach aus dem Grund, weil wir zu Hause nur polnisch gesprochen haben. Ein Kommentar zu den Reaktionsvideos von mir. Ich finde, Detsbekir sollte seinen Kanal löschen. Deshalb habe ich ja Reaktionen auf Detsbekir und auf Tanzverbot gemacht. Aber wenn es da neuen bewegenden, auch für euch bewegenden Hate gibt, schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich werde es ja auch in den Trends sehen. Aber er hat den ganzen Hate nicht mehr auf YouTube, wenn er seinen Kanal löscht. Genau darum geht es und ich finde, das hier ist ein ganz tolles, konstruktives Kommentar. Denn das ist kein Hate, dass er seinen Kanal löschen soll. Das ist einfach, das ist die Reaktion, die er eigentlich auf die ganze Aktion, auf den ganzen Hate durchführen sollte. Ich finde, das wäre wahrscheinlich ein richtiger Schritt. Einfach mal Kanal löschen oder man ist natürlich auch zu einer gewissen Weise dann auch abhängig, so ein bisschen, sage ich mal, süchtig nach dieser Anerkennung, auch wenn es negative, ob man Anerkennung negativ nennen kann, das weiß ich nicht. Aber im Endeffekt ist es so, dass man sich auch ein bisschen daran gewöhnt, dass man eben mit der Community interagieren kann, dass man doch viele Ohren hat, die einem zuhören, auch wenn es negativ ist. Aber ich weiß es selber, ein Stück weit gewöhnt man sich daran. Also eventuell, wenn nicht löschen, dann wenigstens eine ordentliche Pause. Qualitätscontent fragt, bist du echt 29? Du siehst viel jünger aus. Oh yeah. Danke dir, danke dir. Aber ich bin tatsächlich 29. Ja, nächstes Jahr werde ich 30, aber ja, jünger aussehen, finde ich gut. Und jetzt ein Kommentar von Son Goku, höchstpersönlich. Son Goku in allen Ehren, ich feiere deinen Bart, mega fresh. Der Ziegenmann lässt grüßen. Vico fragt, hey Tomek, kennst du noch Ilias, aka I'm Gooder Than You aus LOL? Ilias, das war jemand, mit dem habe ich vor 3 Jahren League of Legends Ranked gespielt. Kennen ist vielleicht übertrieben, aber ich erinnere mich, mit einem Ilias habe ich vor langer Zeit mal League of Legends gespielt. Der Halbrahm. For real? Das war bestimmt Autokorrektur. Hey Torge, danke, dass du mein neues Video kommentierst. Ein Kommentar unter meinem Video. Torge. Wann kommt mal wieder Hide and Seek mit Kev?
Gestern gab es ein Halt-and-Seek für euch. Vor 6-7 Tagen gab es auch ein Halt-and-Seek. Einmal auf dem Spielplatz, einmal auf dem Schrottplatz. Das Verstecken mit meinem Bro, der sehr viel GTA spielt. Lohnt sich auf jeden Fall, auf seinem Channel vorbeizuschauen. Und wann es wiederkommt, um die Frage zu beantworten, kann ich euch nicht sagen. Es ist jetzt alles ziemlich spontan. Ich habe ja, ihr seht es ja, noch viele andere Projekte eben mit den Reaktionen, mit den Fitnessvideos. Demnächst bin ich unterwegs, will euch mal meinen Ausbildungsbetrieb auch zeigen. Also da kommt einiges. Jeden Tag ein neues Video, plus dann halt diese Reaktionsvideos, häufig extra. Es ist schon ordentlich Arbeit, Kev hat auch seine Projekte. Also wann das nächste Mal Hide and Seek kommt, kann ich dir nicht genau sagen. Meine Reaktionsvideos kommen teilweise zu sehr unhumanen Zeiten. Frage von Simon, ganz berechtigt, warum lädt man ein Video um 2.30 Uhr hoch? Na Cody, warum? Warum macht man das? Das macht man einfach aus dem Grund, ich komme aus der Arbeit meistens um 22 Uhr, arbeite ja im Fitnessstudio. Dann zocke ich ein bisschen, bearbeite noch ein bisschen die Videos und dann irgendwann gegen 12 fange ich meistens an, YouTube zu durchstöbern. Und wenn ich dann diesen Hate sehe oder irgendwelche bewegenden Videos sehe, dann reagiere ich darauf und ehrlich gesagt möchte ich eure Reaktion auf meine Reaktion, also die Kommentare von euch und das Feedback, muss ich ehrlich sagen, das möchte ich so schnell wie möglich. Und ich bin dann immer so ein bisschen hibbelig, dass ich das Video hochladen muss. Ich weiß, ich könnte natürlich zu einer besseren Zeit, also so den Upload planen, dass ich sage dann wenigstens um 12, um 14, um 16 Uhr am nächsten Tag, aber da bin ich zu hibbelig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das letzte Kommentar für heute, und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen, mal ein bisschen was anderes. Lasst den Daumen dann nach oben da. Liken, wenn Povrot Yasuo zocken soll. Wie viele Likes hat er denn? Death is like the wind, always by my side.